Zuschauerfrage: Inwiefern beeinflussen Sachen, die schon seit Jahren in unserer Wohnung rumliegen, unser Wohlbefinden und die Energetik in der Wohnung? Und was soll man mit diesen Sachen tun? Meine Frau hat eine Bekannte, die an einem Tumor erkrankt ist. Und wie es aussieht, hängte die Tumorerkrankung irgendwie mit diesen überflüssigen Sachen zusammen. Denn als meine Frau diese Bekannte besucht hat, stellte sie fest, dass ihre ganze Wohnung mit Sachen zugehäuft war. Und beim ersten Besuch hat meine Frau einige Säcke an Klamotten aus dieser Wohnung ausgesondert. Ihre Freundin hat davon gar nichts mitbekommen, so viel hatte sie. Doch als sie dann in ihre Wohnung nach Hause gekommen ist, sagte sie: Irgendwie ist es hier so schön und ich fühle mich so erleichtert. Dabei hat meine Frau nur die nutzlosesten Sachen beseitigt. Und als meine Frau dann ein zweites Mal zu Besuch kam, redete sie ein ernstes Wörtchen mit ihr darüber. Zuerst hatte ihre Freundin etwas dagegen, sie konnte nur schweren Herzens einwilligen. Doch dann sammelten sie eine Menge Sachen zusammen. Einige Sachen haben sie verschenkt und einige haben sie weggeschmissen. Doch danach ging es ihr so gut, sie fing sogar an, wieder gesund zu werden. Mit anderen Worten, sie fühlte eine starke Erleichterung. Sachen, die in der Wohnung rumliegen, sind immer mit bestimmten Energien verbunden. Je mehr Sachen ein Mensch ansammelt, desto schwerer wird die Energie in der Wohnung. Sachen müssen immer sehr nützlich sein und benutzt werden. Wenn Sachen einfach nur so rumliegen, braucht man sie nicht, man muss sie weggeben. Wenn die Sachen Reliquien oder wertvoll sind, dann können sie auch bleiben. Manchmal gibt es ja Dinge, die uns an unsere Großeltern erinnern und so weiter. Doch wenn es Sachen sind, die niemand trägt, muss man sie dringend weggeben. Sie dürfen nicht einfach so herumliegen. Und macht euch keine Sorgen darüber, dass ihr nackt rumlaufen werdet. Zuschauerfrage: Was ist mit Büchern? Hier gilt das Gleiche. Es gibt Bücher, die wird niemals jemand lesen. Man muss sie weggeben. Doch wenn die Bücher wertvoll sind, wenn sie die Werte der Zukunft repräsentieren, kann man sie lassen. Zum Beispiel gibt es gewisse Bücher, die ihr schon nicht mehr liest, weil ihr meine Vorträge hört und nun wisst, dass diese Bücher Schwachsinn sind. Gibt sie weg oder schmeißt sie weg. Dann gibt es noch Bücher, die sollte überhaupt niemand lesen. Die muss man einfach nur verbrennen. Мой парень...